Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf dem Kanal zurück. Road to Vanguard Folge 5, 4, 8, 9, irgendetwas. Das ist die Folge, auf die ich mich seit einer Woche am meisten freue. Ich werde die nächsten zwei oder drei Folgen Road to Vanguard über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt und was sich einige von euch gewünscht haben. Einige von euch wissen ja, dass ich auch einen Teil meines Lebens bei der Deutschen Bundeswehr verbracht habe. Und ich habe extra dafür eins meiner mittlerweile 11 Jahre alten Bundeswehr-Shirts rausgeholt. Es passt vielleicht nicht mehr ganz, aber irgendwie passt es doch noch. Und habe mir gedacht, ich werde einfach in den nächsten zwei, drei Folgen über meine Bundeswehrzeit sprechen. Wo war ich stationiert? Was habe ich gemacht? Wie ist es mit den Auslandseinsätzen? Und. Ihr bekommt so ein bisschen im Hintergrund auch ein, zwei Bilder aus der Zeit. Zu ein, zwei Bildern sage ich vielleicht später noch was und andere lasse ich einfach so wirken. Dazu bekommt ihr auch zu dieser ganzen Story, die dahinter gehört, eben noch ein, zwei Bilder von meiner Mutter und meiner Schwester mit mir zusammen. Das war nämlich das letzte Mal Essen, bevor wir gedacht haben, dass ich zum allerersten Mal dann ins Ausland nach Afghanistan muss. Also ganz viele Storys, was verdient man bei der Bundeswehr, was kann man dort machen und. Werde ich euch alles berichten. Das wird länger als eine Folge dauern natürlich. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich euch beantworten soll, was verdient man, was für Kleidung trägt man, was muss man machen, wie ist der Alltag, welche Möglichkeiten habe ich, wann darf ich dahin, bin ich dann gefangen, werde ich da gefoltert, missbraucht, schreibt in die Kommentare, ist ein cooles Thema, über was wir reden können, vor allen Dingen bevor Vanguard jetzt losgeht. Deswegen heute die Folge. Morgen gibt es dann einmal ein komplettes Overview zum Thema Vanguard. Was für Content bekommen wir zum Start? Sieht es gut aus? Sieht es nicht gut aus? Spoiler, sieht ganz gut aus aktuell, zumindest von der Menge der Sachen. Qualität muss man sehen. Und dann übermorgen gibt es auch schon die nächste Vanguard-Folge. Gleichzeitig Mittwochabend ab 18.30 Uhr mein Twitch-Stream mit Tiny Chris Live, ist auch ein anderer Content-Creator, ein sehr cooler. Wir werden gemeinsam nochmal hardcore in Cold War reinschwitzen und das Game dann endgültig deinstallieren. Lasst uns mal in die Folge reingehen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist so eine Folge, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut habe, weil über die eigene Bundeswehrzeit reden und alles Mögliche ist einfach etwas, was mich sehr, sehr stolz macht. Ich habe auch zu der Folge heute eine Herausforderung bekommen und zwar soll ich mit der Banshee oder wie sie heißt, das ist dieser Diskuswerfer, 15 Doppelkills machen. Das Problem daran ist, mit diesem Ding kann man keine Doppelkills machen. Was bedeutet D13 Sektor, so heißt das. Also habe ich gesagt, 15 Kills, nicht Doppelkills. Bestrafung, ihr habt sie euch ausgesucht. Eine Runde Call of Duty WW2, was ich fühle eigentlich, keine Bestrafung für mich, mit der Feuershotgun Leute abfangen. Danke dafür. Digga, wie schnell man Lobbys findet. Leute, es ist eine halbe Sekunde und er findet eine Lobby. Während man in Games mit Skill-Based Matchmaking jetzt erstmal anfangen könnte, sich einen Kaffee zu machen. Man könnte duschen gehen. Man könnte mit seiner Freundin einen kleinen Schäppi-Akt machen. Man könnte den Postboten begrüßen. Könnte ein Kind auf die Welt bringen. Und könnte wieder zurücklaufen. Und hätte immer noch keine neue Lobby. Absolut krass, wie das Matchmaking hier einfach ping-basiert funktioniert. 15 Kills ist die Herausforderung. Und wenn man über das Thema Bundeswehr spricht, sollte man eigentlich ganz vorne anfangen. Und das ist relativ einfach. Wer kann zur Bundeswehr, beziehungsweise welchen Schulabschluss brauche ich dafür? Das haben einige von euch gefragt. Oh, shit. Oh mein Gott, es lädt so langsam nach. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus, das Ding. Man, guck mal, wie groß das ist. Man sieht gar nichts mehr. Man sieht gar nichts mehr. Die Frage ist von sehr vielen gewesen. Das haben wir so im Chat einmal besprochen und diskutiert. Digga, wie soll ich denn hier mit 15 Kills machen? Wie soll das möglich sein? Ich treffe nicht mal ihn. Oh mein Gott, ich treffe. Es ist unmöglich, jemanden zu treffen damit. Und dann spielt ihr auch noch durchgängig wieder gegen Leute mit 1000 Aufsätzen auf der Manowar. Das ist etwas, was dieses Game leider komplett kaputt gemacht hat. Ich meine, er steht jetzt 5-0, hat 1000 Aufsätze auf der Waffe und wir müssen mit dem D13 Sektor und ihr wollt Doppelkills, ne? Also, hier ist ja nicht mal ein Kill. Kommt, bisschen Glück, Bro. Okay, auch nicht.
Also einzelne Kills hiermit. Jawohl, Digga. Einer. Auch noch der mit den glitschen Klassen. Gönn ich dir von Herzen. Zwei. Ehre. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Gut, ist egal. Ohne Muni muss ich eh sterben. Also, wie kann man zur Bundeswehr? Was muss man dafür tun? Im Prinzip müsst ihr keinen besonderen Schulabschluss haben. Das heißt, ihr könnt mit einem Abitur zur Bundeswehr, das ist der dritte, ihr könnt aber auch mit einem Realschulabschluss, ihr könnt mit einem Hauptschulabschluss. Die Möglichkeiten, bei der Bundeswehr Karriere zu machen, sind unbegrenzt und bei der Bundeswehr wird, gerade seitdem es eben keine Wehrpflicht mehr ist, sondern eine Freiwilligenfeuer-Bundeswehr, das heißt, ihr könnt euch freiwillig bei der Bundeswehr melden, könnt euch anmelden, macht dann heutzutage immer noch einen kleinen Test. Da behaupten auch immer ganz viele, dass euch irgendwas ins Po-Loch gesteckt wird. Das ist weder früher so gewesen, noch ist das heute so. Und ihr braucht auch keine Angst vor der Bundeswehr haben. Ich weiß, dass all unsere Großeltern und Eltern uns schon damals erzählt haben, der Schulweg von denen war so schlimm, dass sie teilweise 80 Kilometer durch wildes Gehege laufen mussten. Über Stock und Stein, an Tieren vorbei, mussten erstmal mit irgendwelchen Kannibalen noch Herausforderungen erfüllen. Und dann waren sie endlich an der Schule angelangt. Oder alternativ, dann haben sie endlich in der Bundeswehr ihre Grundausbildung geschafft. So schlimm ist es nicht. Das heißt, ihr könnt euch anmelden beim Wehrdienstamt oder wie das heutzutage heißt, oder Wehrbereichskommando, da war ich damals auch stationiert später. Ihr habt super viele Möglichkeiten bei der Bundeswehr, egal welchen Schulabschluss ihr habt, glücklich zu werden. Ihr werdet einfach gucken, was für euch die beste Möglichkeit ist. Ihr werdet da ein bisschen nach dem einquartiert, was ihr lernen wollt. Ihr könnt bei der Bundeswehr auch eine Ausbildung machen. Und wir gehen mal davon aus, ihr habt euch jetzt entschieden, dass ihr zur Bundeswehr geht. Denn dieses Ding ist, wenn man ein bisschen Glück hat, trifft man damit sogar. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass ihr euch dafür entschieden habt. Ihr geht zur Bundeswehr. Ihr habt euren Einberufungsbescheid. Auf dem steht, was für einen Dienstgrad ihr habt. Ihr fangt ja immer mit dem niedrigsten Dienstgrad an, abhängig davon, zu welcher Einheit ihr am Ende gehört. Wenn ihr damit durch seid, wird sich nur noch entschieden, oh, da ist einer. Scheiße. Danach wird dann nur noch entschieden, geh weg, Alter, ich bin noch nicht fertig mit dir. Danach wird entschieden, wo ihr stationiert werdet. Da müsst ihr dann eben einmal gucken. Ihr könnt natürlich einen Wunsch äußern. In der Regel ist es aber so, in der Grundausbildung, die auch heute noch 3 Monate geht, beziehungsweise ich glaube sogar nur noch 2 Monate. Oh, wieso töte ich denn mit anderen Waffen als dem? Ich habe es ganz vergessen. Okay, ich habe 8 Kills, es würde sowieso nicht ausreichen, selbst wenn wir jetzt 3 hier abziehen. Also keine Gedanken machen, mit dem Ding in einer Runde absolut nicht möglich. Absolut nicht möglich. Das Ding ist so schrottig. Ich bin auch so froh darüber, dass ihr mir so richtig geile Herausforderungen gebt. Herausforderungen, die man auf jeden Fall schaffen kann. Gegen Leute mit geglitschten Klassen. Dann geht ihr also zur Bundeswehr und habt euren Einberufungsbescheid. Früher war es 3 Monate, kann sein, dass es heute nur noch 2 Monate sind. Da bin ich nicht mehr 100% auf der Höhe, weil ich, wie gesagt, schon länger nicht mehr dort war. Ihr fahrt dann mit einem Ticket, was ihr von der Bundeswehr gestellt bekommt, dorthin, wo ihr da auf... Oh mein Gott, ist das gut. Oh mein Gott, war das gut von mir. Ihr fahrt dann einfach zur Kaserne und vor der Kaserne ist meistens ein Bahnhof, ein Busbahnhof, ein U-Bahnhof, S-Bahnhof, irgendetwas. Dort fahrt ihr hin. Dort werdet ihr von der Bundeswehr abgeholt, von einem Bus, Transportmittel oder sonstiges. Da lernt ihr das allererste Mal, was es heißt, bei der Bundeswehr zu sein. Okay, das haben wir voll verhauen. 12 Kills, davon waren 3 Kills mit der PPSH, das heißt in die nächste Runde und hoffen, dass wir es da schaffen. Ihr werdet also an diesem Bahnhof, wo auch immer ihr dann seid, in welcher Stadt auch immer ihr seid, abgeholt. Und da sind schon die ersten Soldaten. Und was jeder macht, jeder, und das haben wir auch damals gemacht, ihr geht da hin und sagt Moin oder Guten Tag oder dann sagt irgendeiner zu euch, aufsitzen. Und man denkt sich, was ist denn aufsitzen? Bei der Bundeswehr gibt es für gewisse Dinge, die wir im Alltag anders nennen, einfach gewisse Redewendungen. So heißt es als Beispiel, Freunde, wenn ihr dort, wir hatten hier so ein Ding, einer von uns anscheinend, wenn ihr, komm her, nice, danke, irgendwo in den Bus einsteigen sollt oder irgendwo auf etwas rauf sollt. Der Gegner hat es? Wie hat, was? Okay,
Ich bin eine Sekunde hier und der Gegner hat einen Rave. Perfekt. Oh, das hätte auch passen können. Das heißt, die Leute sagen euch, aufsitzen. Ihr sollt in den Bus einsteigen. Aufsitzen werdet ihr euch für immer merken. Ihr werdet aufsitzen als Begriff bei der Bundeswehr niemals wieder vergessen. Das kann ich euch an der Stelle schon 100% garantieren. Das nächste, was ihr lernt, es gibt kein Jo oder Ja oder Nö oder oh, sondern es gibt Jawohl oder Nein. Und Nein gibt es generell für euch als Soldat überhaupt nicht. Als angehender Soldat, ihr habt da noch keine Kleidung. Die Kleidung kommt immer erst in der Grundausbildung nach 3-4 Tagen. Und die ersten 3-4 Tage, das sage ich euch jetzt schon, sind die anstrengendsten Tage eures Lebens. Jeder will was von euch. Ihr geht zur Berufsberatung dort, ihr geht zum ärztlichen Beratung, dann geht ihr zur nächsten Beratung. Wenn ihr dort fertig seid, geht ihr zur nächsten Beratung. Dann werden euch, komm her. Danke. Nice, danke. 2 Piece und den dritten holen wir uns auch noch. Dann wird euch erstmal gezeigt, wo ist hier was. Wo sind eure Stuben? Ihr bewohnt in der Regel eure Stube zu 6. Das heißt, ihr und 5 Kameraden. Es gibt bei der Bundeswehr auch keine Kumpels oder, ich weiß nicht, Bros oder sonstiges. Es gibt Kameraden und Kameradinnen. Und man nennt sie alle Kameraden. Ihr seid bei der Bundeswehr, und das sage ich euch so schon, alle gleich. Egal, wo ihr herkommt, wir hatten in unserem Zug, es ist im Prinzip eine Staffelung. Es gibt eine Gruppe. Eine Gruppe besteht meistens aus 6 bis 8 Leuten. 4 Gruppen in einem Zug. Das ist dann eben der Zug. 4 Züge ist eine Kompanie. 4 Kompanien ist eine Division. 4 Divisionen ist ein Bataillon und so weiter. Es wird also immer größer. Eure Verbündeten, engsten Angetrauten sind, ihr seid immer in einem Zug unterwegs, sind die Leute in eurer Gruppe. Und die in eurer Gruppe sind, sind in der Regel auch die, mit denen ihr auf einer Stube schlaft. Ihr nennt alle Kameraden. Wirklich egal, welche Herkunft irgendeiner bei der Bundeswehr hat. Ob Russe, Pole, Deutscher, ob Schwarz, ob Weiß, ob Dunkel, ob Hell, ist völlig egal. Ihr seid alle gleich. Das Einzige, was euch unterscheidet, ist am Ende des Tages der Dienstgrad von euch. Das heißt, ihr habt natürlich Vorgesetzte, ihr startet mit einem niedrigen Dienstgrad, die ersten Dienstgrade werden immer nach Zugehörigkeit verteilt. Das heißt, wenn ihr gar nichts Besonderes macht, keine Scheiße baut, einfach lernt, fleißig seid, die ZTV auswendig lernt, sprich die zentrale Dienstvorschrift, dort ist alles angemerkt, was ihr wissen müsst. In der ZTV steht absolut alles, was man wissen muss. Dort steht, wie man sich draußen auf offenem Feld zu verhalten hat. Dort steht, wie man draußen auf offenem Feld eine Zigarette rauchen kann. Dort in der ZTV steht, wie man sein Bett richtig zu richten hat und, und. All diese ZTV werdet ihr mit den Jahren, wenn ihr ein bisschen länger da seid, irgendwann halbwegs auswendig können, weil ihr es immer wieder hört. Das heißt, dem Soldat wird das Leben einfach gemacht. Euch wird erklärt, wie habt ihr euch hier zu verhalten. Und damit ich hier schon mal ein bisschen die Angst nehmen kann, die Grundausbildung bei der Bundeswehr ist nicht die Hölle. Ihr müsst da nicht Gewaltmärsche über 100 Kilometer laufen. Ihr müsst da nicht über irgendwelche krokodilbefüllten Flüsse rüberlaufen, währenddessen 3 nordkoreanische Stellungen einnehmen. Die Bundeswehr ist in der Grundausbildung leider immer noch sehr weich, wie ich finde. Trotzdem, gerade wenn ich mir so manche Leute in einem gewissen Zeitalter von heute, eine Generation anguckt, kann ich nur eins sagen. Die Bundeswehr und die Grundausbildung kann jedem zwischen 16 und 22 heutzutage einfach nur gut tun. Das hat einen relativ einfachen Grund. Die Generation heute ist komplett verweichlicht. Es gibt keinen Anstand mehr, es gibt keinen Respekt mehr, es gibt keine Disziplin mehr, es gibt kein Miteinander mehr. Und das sind Sachen, Leute, egal, was ihr von der Bundeswehr nachher haltet, 99% sagen, das war eine tolle Erfahrung, egal wie lange sie da waren. Egal, was ihr von der Bundeswehr haltet, eins wird euch zu 100% beigebracht, weil es ist so schwer. Der leckt. Er leckt absolut. Es ist super schwer, und das muss ich ganz ehrlich so sagen, weg mit dir, danke, bei der Bundeswehr keinen Platz zu finden, an dem man sich wohlfühlt, weil für jeden dort etwas dabei ist. Wirklich für absolut jeden. Das heißt, ihr lernt in den ersten Tagen in der Grundausbildung
hier sind deine Klamotten. Dann kriegt ihr erstmal so 100.000 Kilogramm Klamotten. Mit den Klamotten dürft ihr euch dann erstmal anfreunden. Dann lernt ihr, dass ihr all diese Klamotten auch in die Schränke ordentlich reintut. Und glaubt mir, Leute, ihr wollt vieles bei der Bundeswehr erleben, aber nicht wie einer der Ausbilder sich einen Spaß aus eurer Faulheit gönnt und euch ein Schrankmännchen schenkt. Jeder von euch, der schon mal bei der Bundeswehr war, weiß, was ein Schrankmännchen ist. Die ZTV sagt euch, wie eure Kleidung in eurem persönlichen Spind aussehen soll. Wie ist es angeordnet? Wo findest du was? Und wenn ihr euch daran nicht haltet, ich hab's gefailt, absolut. Und wenn ihr euch daran nicht haltet, kann es durchaus sein, dass ihr irgendwann in eure Stube kommt und gerade wenn ihr vergessen habt, euren Spind abzuschließen, kann es sein, dass all die Kleidung, was zum Ordnen 2 Stunden kostet, 2 Stunden eurer wertvollen dienstfreien Zeit, ihr habt da keinen Feierabend, sondern ihr habt Dienstzeitunterbrechung und wenn ihr Wochenende habt, dann habt ihr Dienstschluss. Das heißt, ihr geht freitags in der Regel so 12 bis 13 Uhr nach Hause, verdient auch als freiwillig Wehrdienstleistender, kannst du maximal 23 Monate, ab dem ersten Monat ausgezahlt über 1500 Euro. Selbst wenn ihr nichts könnt. Wenn ihr nichts könnt, wenn ihr ein bisschen übergewichtig seid, schlechten Schulabschluss, vielleicht nicht der Sportlichste, ihr werdet vom ersten Tag an fair entlohnt. Und das Einzige, was die Bundeswehr von euch erwartet, dass ihr in diesen Beruf des Soldaten reinsteigt. Und glaubt mir, Leute, keiner von uns ist da am ersten Tag gewesen und hat mit einem scharfen Maschinengewehr geschossen, hat vorbildlich gewusst, wie er seinen Schrank aufzubauen hat, hat die sportliche Fitness gehabt oder. Vieles wird euch beigebracht, alles läuft in der Gruppe, wirklich alles. Es läuft nur gemeinsam, es gibt bei der Bundeswehr keine Einmannshow. Das heißt, wenn ihr glaubt, ihr werdet da zu einem Rambo erzogen oder so, dann muss ich euch enttäuschen. Das macht ihr nur bei den Einzelkämpferlehrgängen, dafür könnt ihr euch bewerben. Das ist entweder in Calw bei der KSK, also Kommando Spezialkräfte, das ist in Seedorf bei den Fallschirmjägern unter Umständen und verschiedenen Fallschirmjägerkompanien in Deutschland. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe die Challenge nicht geschafft. Großartig. Vielen Dank für diese Challenges im BO3, die nicht machbar sind. Nachdem ich jetzt mit dem Pizzawerfer es nicht geschafft habe, durfte ich ja vorher auch noch mit dem Nahkampfwaffen das versuchen. Das heißt, nächste Folge machen wir wieder 2 Runden draus, damit ich ein bisschen erzählen kann. Gehen wir in WW2 rein. Schreibt in die Kommentare, Leute, was interessiert euch an der Bundeswehr? Vielleicht kann ich euch ganz viele Fragen darüber beantworten. In der nächsten Folge spreche ich automatisch aber unter anderem, wie viel verdient ihr, wie sieht der Alltag aus, wie ist es mit einer scharfen Waffe zu schießen, und welche Möglichkeiten habt ihr eigentlich, eure Stärken dort einzubringen? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne ein Like da, super gerne Abo. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ich schwör's euch, Leute, ich habe es einfach vergessen und nehme es im Nachhinein noch auf. Und mir fehlt die Zeit, leider es nochmal komplett umzuändern. Ich habe euch versprochen, 22 Tode habe ich kassiert. Eine Ineba PSN-Karte geht an einen von euch für 22 Euro. Hier ist der Link zu dem Video. Ich habe gesagt, einer der Kommentare. Doppelte User raus. Replies zu den Kommentaren lassen wir drinne. Spezifischer Text ist raus, Blacklist-User sind raus und Extra-Einträge sind raus. So, dann gucken wir 95 einzelne Kommentare und wir suchen jetzt einen random Kommentar aus. Ist egal, wer es ist, ich muss es ja eh zahlen. So, und der Gewinner von dem Ganzen ist C4 und Bier mit Wie wär's mit der Runde World at War. Bitte schreibt mich bei Instagram, Twitter, Twitch, private Nachricht, sonstiges an. Und dann tu mir einen Gefallen, in der nächsten Folge schreib doch gerne, wenn du dann die 22 Euro von mir erhalten hast. 22 gibt es nicht, also kriegst du Drecksack eine 25 Euro PSN-Karte. Hast du Glück gehabt. Schreib's gerne im nächsten Video in die Kommentare. Ich pin's dann an, dass die Leute auch sehen, dass ich hier nicht wegen 25 Euro irgendeinen Scheiß baue.